Hallo ihr Lieben, ich habe einen Vorhang über mir. Ja, ich wollte euch mein neues Pflanzen-Update zeigen, auch wenn nicht Sonntag ist. Aber ich hatte jetzt irgendwie gerade Lust und Zeit und habe gedacht, ich mache das. Ich bin jetzt gerade im Wohnzimmer, nicht im Wohnzimmer, im Schlafzimmer mit Vorhang im Hintergrund, weil ich jetzt hier die letzten Sachen gerade gefilmt habe und mir dann eingefallen ist, dass ich das Intro vergessen habe. Also hallo. Ich hoffe, der Hintergrund ist nicht allzu chaotisch und wir legen einfach mal los. So, dann legen wir mal los. Am besten mit den IKEA-Sachen. Wir haben hier Basilikum. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier unten schimmelt die Erde. Das gleiche ist auch mit den anderen zwei Töpfchen. Das hier ist die Petersilie. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich habe versucht, die obere Schicht abzutragen, wo der Schimmel drauf war. Aber es kommt halt immer wieder. Und hier, ja, hier könnt ihr auch noch den Schimmel sehen. Es ist echt ätzend. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil bei den anderen Pflanzen passiert das nicht. Aber gut. Was soll ich euch dazu sagen? Ja, man sieht die Wurzeln jetzt schon ganz doll. Wir fangen mal an. Das ist meine Cantaloupe-Melone. Die zweite, ja, also ich muss sagen, es kommt was, aber sie sieht nicht sonderlich gut aus. Dann haben wir hier eine Cocktailtomate vom Acker. Wir haben eine Tomate Yellow Submarine, die sind wirklich schon groß. Auch schon ordentlich Wurzeln. Und das ist eine Tomate German Gold. Wenn ihr euch die mal im Vergleich anschaut, schaut mal, die hat so spitze Blättchen, ne? Was heißt spitze? Aber die haben so Spitzen auf den Seiten. Wohingegen die Yellow Submarine so richtig glatte hat. Eben ähnlich wie die Paprika. Ich zeige euch mal eine. Oder Chilis. Ja, das ist eine Chili Gelb. Aus dem Supermarkt gewesen. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Eine Aubergine haben wir hier hinten. Ich hatte heute Morgen auch ein Bild gepostet von der Paprika Liebesapfel. Ich frage mich nur gerade, wo ich sie hingetan habe. So, Paprika Liebesapfel. Also denen geht es wirklich gut, auch den Chilis und den Physalis. Moment, ich zeige euch mal. Physalis vom Acker. Physalis von Jessie. Und Ansenbeere auch von der Jessie. Das ist aber noch ganz klein. Ja, ansonsten geht es den anderen eigentlich hervorragend. Die Tomatillos sind leider noch nicht gekeimt. Eine Chili vom Acker war ja schon gekeimt. Hier haben wir noch eine lange Chili. Diverse Tomaten. Ach, das mit dem Schimmel, das regt mich total auf. Ich weiß nicht, ob da irgendwas in dem Substrat war. Who knows? Cocktailtomate vom Acker. Tomate Orange. Eine von diesen gestreiften Auberginen. Nochmal die Tomate Orange. Also die kommen super, by the way. Nochmal eine kleine gelbe Chili. Ja, und jetzt wandern wir mal ins Schlafzimmer. So, das sind mein Basilikumbeet quasi. Ich habe hier Basilico gekommen, da hatte ich so Saatscheiben. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen, dass das eigentlich schon gekeimt ist, aber noch nicht durchgebrochen quasi durch diese Saatscheibe. Aber hier auf der Seite könnt ihr eben sehen, dass das schon grün ist. Genauso beim Genovese Basilikum, das ist ja der ganz normale Basilikum, den man für Pesto verwendet. Es sind auch schon einige rausgekommen. Dann beim Zimtbasilikum freue ich mich auch über Erfolg. Und beim neapolitanischen Basilikum leider noch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Hier, das ist so schleimig, so ganz komisch irgendwie. Als hätte da eine Schnecke ihr Unwesen getrieben. Aber geht ja nicht, wir sind ja immerhin drin. Ach nee, guckt mal, da kommt irgendwie was. Aber überall, wo diese blauen Körnchen sind, habe ich ausgesät. Ah, da hinten kommt auch was. Ja gut, ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Das ist jetzt, wann habe ich das denn gesät? Montag oder Sonntag oder Montag? Ja, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Dann habe ich hier das Basilikum-Sortiment. Das war, ich glaube, von Real. Ich hatte euch da letztes Mal gesagt, dass die Folie so dick ist. Und das Problem sieht man jetzt hier beispielsweise. Also, wie zeige ich euch das am besten? Eigentlich hat das schon alles gekeimt, ja?
Ihr seht hier unten auch schon die Würzelchen und so. Die müssen sich halt jetzt hier noch ein bisschen verankern. Ich frage mich nur, ob die es schaffen werden, durch dieses Plastikzeugs durchzukommen. Wir werden sehen. Dann haben wir hier das rote Basilikum. Ich weiß gar nicht, ob da schon. Ja, doch, da hat es auch schon gekeimt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt über die Kamera so gut sehen kann, aber ja. Da haben wir noch mal ein rotes Basilikum und hier Edwina Basilikum. Mal hochheben. Okay, da. Ah, doch, hier drüben hat ein kleines bisschen was gekeimt. Ich werde da aber vielleicht noch ein bisschen Wasser drauf geben. Und dann habe ich hier gerade mal die Deckel abgemacht von dem restlichen. Wir haben Erfolg zu vermelden bei einer roten Balkonpap nicht Paprika, Tomate. Und auch hier kommen langsam Keime. Beim Rest leider noch nicht. Aber das kann auch mal länger dauern. Also ich mache mir da jetzt noch keine Sorgen. Ich habe jetzt mal die Deckel abgenommen, dass das eben nicht schimmelt. Hier werde ich noch ein bisschen Wasser drauf geben, weil, ne, wie gesagt. Und ja, das war eigentlich schon wieder das kleine Pflanzen-Update für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich stehe übrigens jetzt gerade hinterm Vorhang. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Ich weiß nicht, wahrscheinlich Sonntag dann, also nächste Woche. Und ich sag bis dann. Tschüss!